Perfekt, perfektes Spiel. Also die haben so viel, wirklich perfekt gespielt. So perfekt gespielt. Ich war aber da. Geil hier. Digga, ich liebe es. Schon mal die Leute mit Fußball zu sehen, das ist so schön. Kalle. Schau mal, was zu gewinnen gibt. 1 Euro. Was gibt's zu gewinnen? Ein Schuss, 2 Euro. Wo sind die Gewinne? Berliner Luft. Ah, Berliner Luft. Jungs, das ist eine gute Idee. Ein Schuss, 2 Euro. Was ist morgen für ein Spiel und wann? Morgen spielt Spanien gegen Kroatien, ne? Digga, ich schwöre, ganz Berlin ist voll mit Kroatien. Heute spielt Deutschland. Ich habe nur Kroaten gesehen, weil die morgen spielen. Mit so Wasserballhelm und so. Ich dachte, die haben hier Wasserball-WM gespielt oder so. Und deswegen sind die alle da. 18 Uhr Spanien, Italien. Was spielt noch und wann? 2 Schuss 5 Euro. 2 Schuss 5 Euro. Da verdient man ein bisschen was. Top Angebot. Top Angebot. Wir gehen rein. Was haben die Jungs für coole Trikots an? Füllkrug und Underhof. Füllkrug hat übrigens unser Instagram-Bild heute geliked. Edelmann. Und Underhof. Das ist ein super Spieler. Schau mal, der Paul ist da. Ich habe letztens seinen Bruder schon im Stadion gesehen. Paul, wow. Prediction für heute, was sagst du? Italien gegen Albanien. Einfach die Fake-Italiener. Albaner. Ein Dings. Pizzeria. Buongiorno. 3-1 Deutschland. Auf wer macht die bessere Pizza? Muss man gewinnen. Ich sag auch 3-0. Super. Viel Spaß, Bro. Die Jungs sind da. Schau mal, du hast ganz viel Bier. Und die Leute gehen jetzt hier rein. Das sind Schottenröcke. Bam! Die feiern hier. Germany. Jawohl, die Stadt feiert. Adam. Das ist so lustig. Mit Schottenrock. Wir haben Kroaten hier am Start. Luca, Sutra, holen wir Sieg, oder? Jawohl, wichtig. Hey, wir machen das morgen und heute auch Deutschland, okay? So sieht's aus. Was Prediction für heute? 2-1. 2-1. Heile, Luca, wir sehen uns. Ciao, ciao. Adam bekommt jetzt Challenge, Bestrafung, ein Schnipser. Ich muss mal sagen, komm, Adam. Oh, ich hab Angst. Adam, da passiert nichts. Aber wo machst du gegen? Ohrläppchen. Aber du machst nicht gegen Gehörgang, oder? Hat. Ja! Stell dich an, Adam. Adam, jetzt kommt mein Finger. Schwanzkopf. Er kriegt noch einen. Nein! Ja, Tone ja noch. Warte, oh, das ist schon ganz rot. Digga, wie kann man. Wer ist er? 40 fast und hat noch nie einen Arschnipser bekommen oder was? Hä? Hä? Anton, sag mal Prediction, wie geht's aus? 4-1 für Deutschland. Kein okay. Spaß. Geil. Alter. 4-1. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube, es wird ein geiler Einstieg ins Turnier. Isa, was sagst du? Deutschland, wie viel geht's? Na komm. Okay, sie sagt auch 4-1. Und guck dir die Fans im Hintergrund an. Da sind so viele Schotten. Wir sind nicht mal im Stadion, Freunde, das ist geistig. Er kommt zu, wie heißt du? Hendrik. Hendrik kommt zu uns. Du bist doch der von eurem Podcast, sagt er zu Anton und mir. Guter Mann. Ey, wie cool, Mann. Riesenfußball. Von AM. Und hier ist später Public Viewing. Alter, Gänsehaut. Oh, schaut mal, wir haben Kroaten. Hier Deutschland-Fans. Bro, was hat Bro für Haare? Und hier ist später Public Viewing. Alter, Gänsehaut. Oh! Schau mal, wir haben Kroaten. Einfach diese Heuballen, was sind Dings, was in Wüste so rumdingst. Public Viewing ist das Geilste, das gibt. Digga, Karl ist ja so besoffen. Simon, dankeschön für den Gift-Hub. Deutschland-Fans. Hey, Mumzi, oder Kiste? Ja, du bist Münchner. Bravo. Wie viel gewinnen wir morgen? 3-0 allein, weil. 3-0, okay. Brate moi. Wir machen das. Idemo. Aber heute erstmal Deutschland. Ey, die Bremen-Bruder, die haben uns gerade gesehen. Jungs, was predigst du für heute? Digga, ich bin an 5 Kroaten, glaube ich, vorbeigelaufen davor. Ich habe immer gesagt, Hrvatska, Hrvatska. Obwohl ich Kopfhörer, ich hatte Musik an, ich habe nicht gesehen, was die geantwortet haben. Idemo, Hrvatska. Wir machen Public Viewing am Tag, du machst 100 neue Freunde. Mann, ich würde auch voll gerne gehen, ja. Let's go. Und Kroatien gewinnt auf! Idemo! Idemo! 2-1! Kann sein, schlimmstes Instrument der Welt. Mit schlimmster Aura, was gibt. Ehrenmann! Schau mal, wie süß der gerade Bild gibt. Ist Hammer? Bruder, ich finde das wie Folter, diese Geräusche. Mach mit Anton, schau! So süßer! Oh Mann! Toni! Maxi, Digga! Toni, Digga! Gerade kam ein Abonnent zu mir sagen: Toni! Sie ruft mich Toni, Toni! Ich so, okay, komm! Leute, jetzt gibt's ein Crepe hier bei dem wunderschönen Crepe-Stand. Da steht Süßwaren oben. Adam, holst du auch einen? Und da gehen wir jetzt rein. Einfach da jetzt reinbeißen auf Ede. Maxi? Wir machen einen Geschmackstest. Ich habe in London 12 Euro für einen Crepe gezahlt. Ja, hier hat Anton gezahlt für mich. Ich vermisse Krebs, ja. Ich schwöre, dafür, dass Krebs so geil ist, man isst nie Krebs.
Man isst nie Krebs. Ich esse pro Jahr ein Crepe oder so. Krebs sind so lecker. Mein Arsch geht nicht raus. Digga, 3 von 10. Was geht, Jungs? Übrigens, ich habe in meinem Blog gesagt, waren 3 von 10, weil der erste Biss war nicht so gut. Und danach schau mal hier, Nutella. Das ist no joke, das ist diese 10 von 10. Schmeckt echt gut, oder? Adam? Was würdest du sagen von 1 bis 10? Ja, also ich gebe immer selten Top-Noten, weil ich bin eher so einer, der nicht immer direkt nur 1 oder 5 Sterne bei Google geben muss. Ja. Aber hast du eine 7 oder? Aber schon über 7, ja. Ja, sehr lecker. Immer 8,7. Richtig. Wir sind im Stadion endlich angekommen. Es geht rein. Was geht, Bro? Was geht, alles gut? Ja, Mann. Danke rein. Ich muss dein Ticket scannen. Machen wir, easy. Boah, das ist ärgerlich, er darf den Dudelsack nicht mitnehmen. Das ist echt nicht doof. Der Arm. Wir sind im Stadion, Allianz Arena. Kennen wir gut. Hier sieht man das Bayern-Logo. Und heute einfach Schottland-Flaggen. Es ist so cool, Mann. Erstes EM-Spiel, Auftakt. Deutschland 3-0. Alter, wen sehen wir denn da? Mr. Robbie. Man hat wirklich Dudelsäcke gehört im Stadion, ne? Robbie Williams. Digga, irgendwie waren die Influencer alle zusammen auf einen Haufen, ne? Aaron, Trimax, Willi, Eli. Wen habe ich noch dort gesehen? Amar war da. Ich weiß gar nicht, wer noch alles. Freu dich mal mehr über mich als über Robby. Hey, ja, hey, über mich freust du dich mehr. Aber weil ich keine Lust hatte. Mich, aber ich knutsch dafür gleich wieder. Hatten wir einen eigenen Blog oder was, Dicker? Ich muss sagen, ich habe schon sehr viel Knutschis mit ihm. Ja. Haben wir dir auch bald. Wie geht's dir? Ey, war die Messi-Karte, die ihr gezogen habt, ja? War die für euch oder für den Zuschauer? Für Zuschauer. Zu 25, war richtig geil. Für was? Locker 500? Nee, mehr. Über 1000 safe. Die war geil. Wir haben eine Messi-Karte gezogen für Zuschauer. Die ging so auf keinen Fall zu irgendeinem Deutschlandspiel. Ist mir zu hart, zu doll. Zu Türkei auch nicht. Wenn ich zu morgen zum Beispiel würde ich hingehen. Spanien gegen Kroatien. Wo nicht so viele Deutsche sind, so. 1-2, glaube ich. Wow, was hat denn die Box bis bei Barcelona? 90 Euro, 120 Euro? Ja, genau. Wow. Geil. Außer man hat so eine Loge. Loge würde ich, wenn schon, kommen. Aber ich habe keinen Bock dafür, nach München zu fahren. Hey, Aaron, Prediction für heute? 6-1 Deutschland. 6-1? Ja. Und zu Hause auch geil. Zu Hause mit meinen Kumpels, mit Delay. Ich würde sogar lieber Public Viewing gehen als ins Stadion, glaube ich. Hey, hier genau neben uns sind die Schotten. Die werden auch Stimmung machen. Und jetzt erstmal ein Bierchen. Normalerweise haben die übrigens nur oben Auswärtsblock. Aber ihr seht, viel mehr Kontingent auch für die Schotten jetzt. Ich weiß nicht wie viele, wahrscheinlich 10.000, 15.000. Geil. Das sind die ich finde, Public Viewing hat irgendwie einen geileren Vibe als im Stadion, finde ich. Das ist gratis, da geht so jeder hin. Jeder will einfach nur Fußball gucken, Spaß haben. So. Ich stelle mir das schon cool vor. Also ich war früher ja öfters Public Viewing gucken mit so ein paar hundert Leuten. Das war schon immer lustig so. Mit Portugal, Türkei musst du eigentlich hin. Bruder, das ist zu doll. Das ist das Spiel, was am schlimmsten sein wird, sage ich schon allen. Schienen die ganzen Bilder machen, die sind auch wichtig und richtig. Der telefoniert gerade und Schottland wärmt sich schon mal auf. Oh mein Gott! Wird Türkei in Berlin irgendwann? Aber klicks, klicks, da ist doch eh jeder Kalle. Das bringt ja nicht mehr was. Nach Spiel von Türkei sehe ich mich auch am Kudamm mal mit den Türken. Scheiße! Ja, Musiala, Bro! Hui! Hui! Ja, Scott McTominay! Was ich überlege, finde ich ein bisschen blöd, dass man immer die anderen auspfeift, wenn die kommen. In der Bundesliga fühle ich das, aber irgendwie bei Nazio gerade nicht. Wo ist Andrew Roberts? Ja, ist Fülle! Der hat unser Bild geliked, der Ehrenbruder. So geil, wunderbar. Alter, da geht's schon ab. Alter. Ja, wie viele? Heilige Scheiße, Schotten. Alter. Ja, woher kommen Schotten? Was suchen Schotten in Deutschland? Nur Frankreich auspfeifen. Wen gibt's noch? Schweiz? Ja, okay. Ist obvious, wenn viele da sind. Und Ungarn? Ja, Ungarn hat, glaube ich, auch richtig geile Fans. Oha, die Schotten gehen zu den Fans. K-Schottland-Fans. Alter, ist das geil. Angeblich gerade 200.000 in Deutschland. Was? Wie geil. 100.000 Schotten in München. Ist das cool. Geil, geil, geil. Das ist die Ausstellung von Deutschland. Ich hätte gedacht... Schotten haben einen Namen für diese Invasion. Ich habe nur gehört, dass ganz München voll sein sollte mit Schotten. Dass die also so am Marienplatz oder so waren und da war alles nur mit Schotten. Dass Gündogan auf die Bank geht und Leroy Sané spielt. Aber ist ja auch so, dass man nur Schotten sieht. Weil warum sollten die Deutschen einfach so tagsüber am Marienplatz chillen und so
singen und so. Die Deutschen chillen zu Hause oder noch. Und dann gehen die, machen sich langsam fertig und gehen mit den Kindern zum Spiel. Dennis, danke fürs ab. Ansonsten ist alles gleich. Hast du nichts geändert? Auch so, wenn Real Madrid gegen Bayern spielt und Marienplatz ist voll mit Real-Fans. Die Bayern-Fans treffen sich ja nicht dort und machen keine Ahnung was. Wo sind die da? Bei Schottland müssen wir aufpassen auf McGinn. Der ist gefährlich. Scott McTominay. Und auf jeden Fall Robertson. Albaner wird auch verrückt, ja Mann. Bruder, wie oft ich diesen Adler sehen werde, diesen roten Adler mit, rote Fahne mit schwarzem Adler. Tschüss, Junge. Alter Schotten. Hat auch angefangen in Schottland zu trainieren. Legende. Quick on fire. Ja, die Fans sind da. Es geht ab, Alter. Das war auch mein Frauen-Champions-League-Finale. Das war echt geil. Heute das Schottenstiger. Von Türken, Matt, von Türken muss ich gar nicht reden. Türken, die haben auch Heim-EM. Die haben eine Heim-EM. Das ist offiziell. Ist doch, oder? Oder nicht? Wisst ihr, dass die Türkei auch eine Heim-EM hat? Ja, ne? Hm, okay. Das ist die Euro 2024. Oh, ich will eigentlich sehen, was ist das erste Spiel von Türkei? Übermorgen oder so bestimmt, ne? Boah, das würde ich schon gerne sehen. Gegen Georgien. Üff. Chokizel. Das ist das gelernt, aber bestimmt. Alter. Kroatien auch. Also ich muss sagen, ich bin davor rumgelaufen und ich habe nur Kroaten gesehen. Obwohl heute Deutschland spielt. Ich dachte so, ich sehe jetzt bestimmt voll viele Deutschland-Fans, weil ich war auch in Deutschland auf Tour. Ich war so kurz einkaufen und ich habe einfach nur Kroaten gesehen. Und ich dachte so, hä, was suchen die? Ich dachte, die haben Wasserball-WM oder so hier. Weil einer hatte so einen Wasserball-Helm an. Kroatien ist ja richtig gut da. Ich dachte so, ja, deswegen bestimmt. Und mich hat auch ein Abonnent gefragt, ob Kroatien heute spielt, weil alles hier voll ist mit Kroaten. Ich dachte so, hä, nee, keine Ahnung, was die wir suchen. Ich wusste nicht, dass die morgen spielen in Berlin. Das macht Sinn. Morgen 50.000 Kroaten im Olympiastadion. Digga, das Ding ist, Deutschland ist halt so vielfältig, aus jedem Land, die werden immer das Stadion voll machen. Weil wer guckt sich das Spiel Kroatien gegen Deutschland an? Das war gefühlt nur Kroate in Dings und Dortmund denkt sich, ah, wo erstes Spiel Dings, Kroatien gegen Spanien, idemo brate moi, Adlan, heidi brate. Denken so, geil, nimmer Probleme, wir gehen rüber, wir gehen zu Dings, wir gehen nach Berlin und haben einen schönen Tag mit den Jungs. Und das Ding ist, Kroaten haben auch irgendwie mal Geld, Jugos. Mit G-Squared kommen die. Leute, Choreo! Choreo! Oh Gott, geil, Schottland! Alter! Geil! Bro! Wie cool ist das? Die Demo! Geil! Ei. Wer ist der Schiedsrichter? Mr. Clement! Oh mein Gott, das Kroatien! Dennis, sagen wir zusammen! 5 Nassi für 5 Tore. Dankeschön. Let's go! 4 Sekunden, 3, 2, Was passiert jetzt? Okay, komm. Tschüss, lang. Komm, was passiert jetzt? Anton, was macht ihr? Thank you, danke für 10 Gifts an die Community. Jetzt. Boah, geil. Geil, es geht los. Bisschen Feuer, ja. Digga, das müssen sie sich echt noch von den Amis abgucken, wie sie sowas machen. Das machen ja Amis. Amis haben bei einem normalen Spiel. Danke. Danke für den Support, Jungs. Danke, dass ihr die Community supportet. Mehr Leute mit Subs heißt mehr Leute mit Emotes, weniger Werbung für euch. Deswegen bedankt euch dafür. W ist im Chat. Bei dem Thema, diese Pre-Shows und sowas, müsst ihr echt, oder muss ich Europa allgemein echt was abgucken von Amis. Bei einem normalen NBA-Game kann sein, ist cool, oder bei einem normalen MLS-Game kann sein, ist coolere Pre-Show als hier. Leute, Mann. Lass mal bitte, dass wir die Reaction gucken können, hör mal. Ich danke euch. Küsst eure Herzen, dass ich hier sein kann. Ohne euch wäre ich hier nicht. Voila. Das ist ein Traum. Wow. Danke, das ist der Pokal. Aber sieht aus wie ein Alien. Lupo. Das ist geil. Unser Kapitän, seitdem hat jeder applaudiert für Kaiserfranz. Wir Beckenbauer. Das sind unsere deutschen Fans. Die brauchen wir alle über das ganze Turnier. Bei der letzten EM, wo wir da waren, da war ja diese Corona-EM in 5 verschiedenen Orten. Da war das Stadion einfach full leer. Es war komplett leer einfach.
da waren so, hier, von den Plätzen waren so 10 Plätze besetzt. Mehr durften irgendwie nicht rein. Jetzt kommen die Spieler rein! Wieder wo! Alter, was ein Moment, Alter. Das Stadion brennt komplett. Jetzt kommt die Hymne von Schottland. Vielleicht 10.000 Schotten da. Die machen so einen Lärm. Respekt. Digga, schön, du dir sagst bis hier. Universe, danke für nochmal 2 Glück. So geile Fans. Wir kennen sie von Celtic, von The Rangers. Deutsche Hymne jetzt. Und jetzt Deutschland. Wir müssen jetzt Gas geben. Ganzes Stadion. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lass uns alle streben. Früher. Heute zieht dann zusammen. Abfahrer dann zu 2. Möhrisch am Kreis. Einigkeit und Rest und Freiheit sind des Glückes. Bravo! Oh, erste Minute, denkt keiner passt auf jetzt. Leider leicht abseits. Komm, Jamal. Jamal Zauber. Nein! Das ist ja damit nochmal 10 Punkte. Komm, wie geil. Vor den Fans. Jamal Zauber. Komm, wie geil. Zack, ein Buch rausgeholt. Nein! Sehr damit. Er zieht, Dankeschön für noch einen. Goal! Wiedemann! Oh, Digga, wie nah ist Gündogan? Schau mal, kipp dich in den Alter, was schon mal? Da ist Gündogan! Bist du gut damit? Geht auf, wenn ihr Deutschland seid. Geht auf, wenn ihr Deutschland seid. Boah, das machen die gut. Ja, Mann. Technisch alles sehr stark. Jeder will Ronaldo treffen. Digga, der Arme, ich glaube, er wird nie wieder nach Deutschland kommen wollen. Bruder. Einfach, ich habe nur das gesehen, wo die im Hotel filmen, so wie er da steht, einfach beim Hotel draußen. Alle, Ronaldo, 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 Ronaldo. Der Arme, also Bruder, er hat kein Leben. Er hat kein Leben. Er hat sich bedankt bei den Fans. Ja, normal, aber trotzdem. Deutschland 1, Schottland 0. Komm, komm, komm! Yeah! Mannschaftsbus gesehen, ne? Haben jetzt Story gesehen? Lohnt sich die Flitzerstrafe, wenn man ein Bild mit Ronaldo hat dann? Ahmed Loco! Ahmed Loco! Ahmed Loco! Also viele wollten da bestimmt auf den Platz rennen, Digga, ich schwöre. Un video más, mi gente, me gustaría saber de dónde tú pides el tiempo. Mann, was für ein scheiß Sound. I make a picture. This one. Yes. Oh, lass das Ronaldo in Ruhe. Bruder, Training ist vorbei. Alle rennen auf Platz. Was ist das? Voll viele. Da.
Bleibt bitte auf den Ring. Spieler, verschwinden jetzt auf den Ring. 13 Flitzer waren es. Zum Glück hat nicht geklappt. Daniel. Ich weiß, Daniel hat es versucht. Zum Glück ist er hängen geblieben, der Fettsack. Ja. Mit Flitzer machen, bin mit Hose in Zorn stecken geblieben. Zum Glück. Schwanz. So. Es gibt ein Bild von ihm. Mach jetzt nicht hier. Hey, was ist Musiala? Musiala! Das ist der Traumstart! Jetzt auch Musiala! Alter! Ich habe morgen schon keine Stimme mehr und morgen spielt er noch Kroatien. Ich sterbe wieder. Ich auch, ich sehe Sterne. Leute hier, Erholung. Was ein Ball, Bro. Was ein Ball auf Klein. Klein mit dem Haken. Musiala. Und sammelt ihn rein. Geil! Geil, was? Das ist der Traumstart, den wir uns alle erwünscht haben. Musiala und wir jetzt. Oh Gott. Die Jugend in Deutschland, ja, die wird ausflippen. Sommerferien, ja, ich sag's ja. Anton sagt's auch gerade, Sommermärchen geht los. Es geht los, Freunde, 2-0, 20. Minute. Das hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen. So schön. Wer wird dann für 6 ab zum Voraus? Du hast Karten für die EM und stehst dann neben Miska Wasser, der 90 Minuten sein Handy schreit. Und sie seid dann die ganze Zeit im Video und so. Und ich hab keinen Bock drauf. Hey! Hey! Ja, ihr mögt so Anton nicht. Der ist neben euch. Und ihr seid im Video. Oh, dieser Peach, ja, warte, ich fick ihn gleich, ja. Was filmt er mich die ganze Zeit? Ja! Es gibt Elfmeter! Ja! Alter, Musiala, Bro! Du! Das ist alles. Ich wollte was anderes sagen, aber Musiala, du kippst mich. Ey, Bruno, ich würde Musiala schießen lassen. Ich fände es so geil, wenn er schießen darf, aber ich glaube... Oh, Kimmich, Bro. Kimmich schießt einen Elfmeter. Jetzt gibt es einen Wahlcheck erstmal. Oh Gott, aber die spielen so geil auf, Alter. Okay, langsam muss eine Entscheidung kommen. Rev, du hast noch 3 Sekunden Zeit, Cousin. So lange kann es nicht dauern. Nein, das wird doch mal kurz geprüft. Alles schnell kurz raus. Erst wenn er entscheidet, schnell rein. Es gibt Elfmeter, oder? Was? Freistoß! Okay, es gibt Freistoß. Okay, komm. Toni! Toni! Jetzt habe ich es für den ersten Portugal-Spiel. Boah. Ach stimmt, es ist nicht gegen Türkei. Weil Portugal gegen Türkei wird, glaube ich, verrückt. Das wird, glaube ich, verrückt. Aber kann sein, die laufen nicht zu Ronaldo, sondern zu Arda Güler. Portugal, Türkei, Tschechien. Portugal gegen Tschechien. Toni! Toni, 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 Toni. Er schießt Kimmich. Ich hoffe, es läuft gar keiner auf dem Platz. Ich finde es respektlos. Oder Kroos. Oh, stark, aber stark. Egal, alles gut. Was soll das? Ja. Als YouTuber check ich noch die Intention wegen Cloud, dass es viral geht, dass, oder irgendwie so. Aber sonst. Also nicht mal dann finde ich es cool, das würde ich ja selber machen. Dann finde ich es auch respektlos, aber der macht wenigstens ein bisschen Sinn. Aber sonst ist es einfach komplett dann noch uncooler. Nee, der macht sogar ein bisschen Sinn, weil die es halt machen, weil die ein Video machen oder was weiß ich. Was weiß ich, irgendwie sowas. Aber ich finde es auch nicht cool, obvious. Das würde ich ja machen. Was soll das, Mann? Erstes Foul, gelbe Karte, André. Keinen Sinn, deine Aussage. Nee, kennst du nicht, also checkst du nicht, was ich meine, Chat? Als YouTuber hättest du ja ein Video, ich mache Flitzer bei Cristiano Ronaldo und es hat 500.000 Aufrufe. Davon wirst du zwar beleidigt, aber es hat trotzdem 500.000 Aufrufe, so vom Ding her. Deswegen macht es da ein bisschen Sinn, so. Aber ich finde es trotzdem sehr respektlos, sag ich doch. Ist halt manchen egal dann, aber... Ist dann noch schlimmer? Wieso ist das denn noch schlimmer?
Man macht nicht alles für Aufruhr. Ja, ich weiß, deswegen mache ich es ja auch nicht, Chat. Aber ich kann, manche sind halt so. Ich sag da nicht, dass es dann in Ordnung ist. Ich sag, da verstehe ich den Denkansatz von denen, warum die das machen. Gündogan auch ein super Spiel heute. Rüdiger, Antonio. Ja, Toni, probier's. Oh, Musiala, Bro. Schlag ihn. Oh. So sexy. Ich mag den. Bro, die sitzen hier, die schotten komplett. Und das ist Toni. Was ein Spieler. Das ist ein Engel. Ein Löwe in Bern. Oh oh. Vielleicht Elfmeter. Komm schon, bitte nicht gut. Komm schon, Ref. Kein Elfmeter. Er liegt immer noch am Boden. Wie lange wird das geprüft, Alter? Oh oh. Oh ja. Oh ja. Jawohl. Video Assistant Referee. Vielleicht Elfmeter. Neuer sagt, Jungs, konzentriert euch. Aber jetzt geht's der Peter. Kai Havertz, Idemo. Letzte 3-0 steht, man muss man Gas geben. Das soll mich lauter machen? Oder was? Okay, komm. Let's go, Kai Havertz. Wichtig für ihn, ein Tor für das Turnier. Gut reinzukommen. So big, Alter. Kai Havertz, Musiala und wir. Traum. Ein türkischer YouTuber hat mal Flitzer gemacht, da wurde richtig krass gehatet. Ja, es sollten sich. Ist ja auch ist richtig so. Man sollte das nicht als Vorbild nehmen. Dann sehen Leute, oh, das geht ja voll einfach. Mache ich jetzt auch. Normal. Chat, normalerweise könnten die einen Platzsturm hier machen um Cristiano Ronaldo, alle. Aber Bruder, das ist Arsch. Das macht den Sport kaputt. Komm, Kai! Das macht man halt nicht. Irgendwie habe ich mir das viel geiler vorgestellt hier, dass die mehr abgehen. Okay, das war jetzt nur ein Elfmeter, ne? Das Märchen geht los! Das Märchen geht weiter, Leute! Schottland hat rote Karte bekommen. 3-0. Besser hätte es laufen können. Guter Auftakt. Block 1 von 18. Okay, Jamal. Jamal am Ball. Komm sauber, Jamal. Ich schwöre, Public Viewing geht locker mehr ab. Ich stelle mir Public Viewing gerade richtig geil vor, ne? Kann sein, ich gehe nächstes Spiel irgendwo hin. Kann auch sein, ich gehe von Kroatien oder so, Public Viewing einfach. Sind mir Kroatien-Trikot an. Schön verladen. Oh, oh. Von irgendwelchen einfach. Ey, wir haben ein Häkchen aufgemacht. Das ist einfach Flo, der im Witz, Digga. Ja. Witz. Der Flo, der hat Tor geschossen. Geil. Jetzt geht raus. Standing Ovation. Das ganze Stadion steht. Hamburger Tor, ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, das ist zu hart, ja. Hülle geht rein. Und Leroy Sané. Leroy Abi. Auf geht's, Leroy. Der wird noch ein Tor machen. Papa, über Kimmich. Ja, spiel Leroy, erster Ballkontakt. Oh, Leroy, erster Ballkontakt. Zum Eckboy, Anton. Komm, Toni. Los mit der Ecke. Lücke mit dem. Albanien Spiel, Public Viewing. Vlog wäre zu geil. Albanien spielt Public Viewing mit Chayas. Ja, albanische Chayas, die aber nicht auf Let's Go stehen. Kopfball, ich seh's kommen. Ja, Mann, Anton, jetzt kommt Willkrug. Deswegen will ich doch bei Kroatien und so die ganze Zeit ins Stadion. Kroatien und Spanien, hört sich gut Spiel an. Italien gegen Albanien auch super. Toni widerspricht Köln. Willkrug. Ja, der Goal. Ja. So, die wollen dich nicht.
Weg geleitet hat. Fülle! Jawohl, 4-0. Hey, fuck me, Bro. Lasst einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo. Es kommen noch 17 Stadionblocks. Und Bill Klub macht es 4-0. Das ist, Freunde, Tag 1 von 18. So geil. Leider kein Schweden dabei. So ein Traum. Alter, was eine Bude. Anton, wie geil war das Tor? Wie geil war das Tor, Bro? Oh, wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen. So schön. So schön. So ein schönes Tor. Thomas Müller. Schau mal, wer jetzt kommt. Ja, Yusuf. Was bist du für ein Rank? Thomas! Ich Platin, oder? Fuck, ich bin Silber, 3 gerade. Thomas, welcome! Ich spiel gleich. Ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt, ich bin dich, Jawoll! Du bist der Beste! Ja, Video ist zu Ende sogar, perfekt. Oder warte, ich guck noch kurz, ob ich irgendwas anderes hab zum Angucken. Ich freu mich so, die goldene Jet. Etwa Thomas, was ein Spieler, wie du magst, was ein Trainer. Warte kurz, Boah, stark! Ich bin auf! Warum war ich nicht da? Schaut nochmal. Mit einer Flanke. Andrew Robertson. Jetzt. Robertson, Digga! Nein! Das war ziemlich unnötig. Das war unnötig. Aber ist egal. Ja, Mann. Arthur hat 4-1 getippt. Ey, so viele haben 4-1 getippt, ist okay. Alles gut. Ich hätte so Clickbait gemacht. Ich spiele Afrika Cup mit. So schön. Okay, komm, Jonathan. Hau drauf. Ich spiele Afrika Cup für Nigeria. Geil. Was wäre das für Clickbait gewesen? Alter, wie geil sind die Fans. Wie geil sind die Fans. Genießt das, Freunde. Die verlieren 4-1. Und machen so eine Stimmung. Robby! Emre Can, er wäre gar nicht dabei gewesen. Anton, er wäre gar nicht dabei. Emre! Kabil! Ja, wir haben 6 Tore gesehen. War eine neue Fußball-Challenge. Ey, Chit, wisst ihr, was ich machen will? Ich will mir so Fußballprodukte bestellen. Bei Temu oder was weiß ich, irgend so eine komischen Seiten. Und ich weiß nicht, wo man sowas bekommt. Und will die testen. Für eine Fußball. Also, ich teste Fußball. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Gadgets. Fußballprodukte. Sagst du seit 2 Monaten, ja, weil ich keinen Bock habe, mir das zu bestellen, Bruder, ich baue eine Liste. AliExpress besser als Temu, ja, denn da. Aber es dauert doch 10 Jahre, bis es da ist, oder nicht? 5-1. Also, das ist voll das geile Video. Heute wurden wir sogar gefragt, was werden die meisten Tore bei der EM sein? Ich habe gesagt 6. Ich weiß, aber trotzdem, das ist ein gutes Video, das kommt gut an. Erstes Spiel 6 Tore. Perfekt. Bis zu Ende, Freunde. Das Ding ist durch. Und dann will ich noch Schuss-Tutorial machen. Einmal Innenseite, Vollspann und Tops, so Profischuss so. Ich nenne das immer Profischuss. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das Ding ist over. Bin gespannt. Lasst auf das Video einen Daumen nach oben da. 5-1 Auftaktspiel, Eröffnungsspiel. Wir sehen uns morgen beim nächsten Vlog. Mackeball. Auch. Das wird so geistkrank. Boogie, danke fürs Ab. Deswegen abchatten und das nächste verpassen, einfach ein Abo da lassen und dann sehen wir uns morgen. Ich küsse eure Herzen. Diese Tour mit Anton ist wirklich einfach 10 von 10. Bye, Tim, danke für 2. Yeah, yeah, yeah.